Hallo, ich bin Tom Weisbach und erkläre heute, wie man optimiert mit der Oberfadenspannung an der Doppelsteppstichmaschine umgeht. Ich habe dafür mit Absicht einen Fehler konstruiert, sprich ich habe die Oberfadenspannung extrem locker gemacht. Das passiert hier oben an dieser Schraube und ich nähe mal ein Stück, um mit euch das Nahtbild anzuschauen. Und das ist ganz toll, was die Fehlerhaftigkeit betrifft. Hier gibt es also extreme Schlaufen, Loops, die nicht nur schlecht aussehen, sondern auch vollkommen inakzeptabel sind für eine Naht. Der Oberfaden dringt sozusagen durch den Stoff hindurch und bildet an der Unterseite des Nähguts diese Schlaufen, die wir irgendwie wieder weghaben wollen, und das steckt hier in diesem Drehrad. Weil ich das so extrem locker gedreht habe, muss ich auch ein paar extreme Bewegungen machen, um das wieder festzudrehen. Ich mache mal 1, 2, 3 Drehungen per Hand und nähe mal ein neues Stück, um zu schauen, was passiert ist. Und man sieht es, denke ich, ganz gut. Von Schlaufenbildung gehen wir zu keine Schlaufenbildung, aber kleine Knötchen, Mini-Schlaufen, die gucken unten noch raus. Die wollen wir auch noch weg haben. Deswegen braucht es hier nochmal 1, 2, 3 Drehungen. Und ich probiere das Ganze nochmal. Probiere das also an meiner Naht aus, lege die wieder um und sehe, ich nähere mich dem Optimalbild an. Als erfahrener Näher weiß ich, dass das noch nicht erreicht ist. Hier braucht es noch eine Feinjustierung. Ich mache nochmal 2 Drehungen, um zu schauen, wie das Ganze aussieht. Mache meine Probenaht mit meinen kontrastierenden Garn, da ist das ganz gut zu sehen. Jetzt habe ich hier so eine Fussel mit drin, der macht nichts. Aber wir sehen hier sehr gut, es gibt keine Knötchenbildung mehr, es gibt keine Schlaufen mehr. Jetzt treiben wir das mal in die andere Richtung und machen das Garn extrem fest, sprich zu fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich nähe wieder. Die Fadenspannung müsste jetzt zu fest sein. Erreicht habe ich es durch Drehen an diesem Rad, durch das Zusammendrücken dieser Schellen hier. Und ich sehe, dass an den Einstichpunkten das Garn wie zusammengezogen wird und deshalb das Einstichsloch quasi vergrößert wird. Ich bin hier viel zu extrem in meiner Fadenspannung. Weil ich heute meinen extremen Tag habe, drehe ich das mal noch ein bisschen fester. Ich bin noch nicht am Ende. Mache noch mal eine Probenaht. Weiß, dass ich langsam nähen muss, weil ich jetzt kurz davor bin, dass das Garn reißt. Und auch hier in der Nähprobe sehe ich, die kleinen Löcher werden immer größer. Das Garn zieht den Stoff immer weiter auseinander durch die hohe Spannung. Sprich, optimale Fadenspannung des Oberfadens wird reguliert über dieses Rad. Das braucht ein bisschen Feinjustierung, deswegen vor jedem Nähprojekt Nähprobe mit Originalstoff. Danke, das war's.